erzähle jetzt die Geschichte Familie Specht braucht ein Zuhause. Was trommelt denn da tief im Wald? Es ist Herr Specht auf der Suche nach einer Frau. Durch das laute Klopfen will er auf sich aufmerksam machen. Er klettert höher den Baum hinauf, um eine bessere Aussicht zu haben. Irgendwo muss sie doch sein. Da, ganz in der Nähe, antwortet jemand auf sein Trommeln. Aufgeregt hüpft Herr Specht in die Richtung des Geräuschs. Da sitzt eine Spechtdame auf einem Ast. Die beiden beäugen sich neugierig. Sie gefallen sich gut. Voller Freude trommeln sie gemeinsam. Nun fliegen sie gemeinsam durch den Wald. Sie suchen einen Baum, in dem sie eine gemütliche Höhle bauen können. In der wollen sie wohnen und ihre Jungen großziehen. Kick, 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 ruft Frau Specht. Ich habe den perfekten Baum gefunden. Gemeinsam beginnen sie, ein Loch in den Baumstamm zu hämmern. Zuerst ist Herr Specht an der Reihe, es geht gar nicht so leicht, denn das Holz ist hart und die Höhle muss ja groß genug sein. Darum löst Frau Specht ihn nach einer Weile beim Klopfen ab. Und so arbeiten beide weiter, bis die Höhle fertig ist. Innen polstern sie die Höhle weich mit Sägespänen aus, damit es gemütlich wird. Nach ein paar Tagen legt Frau Specht 5 wunderschöne weiße Eier in die Höhle. Immer abwechselnd mit ihrem Mann brüten sie nun die Eier aus. Sie brüten und brüten. Wenn die Sonne scheint, dann brüten sie. Und wenn es regnet, dann brüten sie auch. Und sie brüten auch, als es einmal gewittert. Und ein paar Wochen lang geschieht einfach gar nichts mit den Eiern. Sie liegen nur so da und das Spechtpaar hält sie mollig warm. Brüten macht hungrig. Das Spechtpaar sammelt Nüsse und Tannenzapfen, eine Leibspeise. Sie öffnen die Leckerbissen geschickt mit dem Schnabel. Frau Eichhorn beobachtet gespannt, wie Herr Specht eine Nuss knackt. Ob er sie wohl fallen lässt? Dann wird sie sich die Nuss schnell schnappen. Dann, eines Tages, hört Herr Specht ein Geräusch. Ein Ei bewegt sich und da, bei einem anderen, springt die Schale auf. Komm schnell, ruft er zu seiner Frau. Es ist zu weit. Vorsichtig streckt ein kleiner Specht seinen Schnabel in die Welt und nach schlüpfen alle 5 Spechtkinder aus ihren Eiern. Ihre Augen sind noch geschlossen und sie sind nackt. Wie gut, dass es in der Höhle kuschelig und warm ist. Schnell wachsen die Kleinen heran. Sie öffnen die Augen und allmählich wachsen auch die Federn. Sie zetern laut, denn sie haben immer zu großen Hunger. Eilig fliegen Herr und Frau Specht hin und her, um Futter zu holen und die hungrigen Schnäbel zu stopfen. Was den kleinen Spechten wohl ganz gut schmeckt. Schaut mal, Kinder, was gibt denn der Specht einem seiner Jungen in den Schnabel? Könnt ihr das erkennen? An einem sonnigen Frühlingstag beginnen die Eltern mit dem Flugunterricht. Vorsichtig balancieren die Jungen über den Ast und flattern ein bisschen mit den Flügeln. Sie sind etwas ängstlich, denn der Baum ist hoch. Dann ein mutiger Sprung, sie breiten die Flügel aus und fliegen. Jetzt können wir einen Ausflug machen und die Gegend erkunden, sagt Vater Specht. Aber erst wird gebadet, ruft die Mutter schnell.
Gemeinsam fliegen sie zum nahen Fluss und fröhlich planschen die Kleinen im kühlen Wasser. Noch nie zuvor haben sie Fische und Enten, Schmetterlinge und Füchse, Mäuschen und Rehe gesehen. Alles ist sehr aufregend und die kleinen Spechte werden ganz müde. Nach einem Mittagsschläfchen fliegt Familie Specht erfrischt und sauber zum Waldrand. Neugierig schauen sie sich zum ersten Mal in ihrer Heimat um. Sie sehen die hohen Berge und die glitzernden Seen. »Schön ist es hier«, ruft ein Spechtkind. »Los, wir fliegen im Sturzflug nach Hause, denn dort ist es gemütlich und warm. Dort können wir uns alle zusammen in unser Nest kuscheln.« Und damit, ihr Lieben, ist unsere Geschichte auch schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Bis bald!